Mittelfeldspieler Christian Pulisic von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kehrt nach 7 Monaten Abstinenz in die US-Nationalmannschaft zurück. Der 19-Jährige wurde von Interimstrainer Dave Sarachan für das Testspiel am 28. Mai gegen Bolivien berufen. Ebenso nominiert wurde der 18 Jahre alte Stürmer Tim Weah Paris Saint-Germain, Sohn des ehemaligen Weltfußballers und derzeitigen Präsidenten von Liberia, George Weah. Pulisic war zuletzt im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel im Oktober 2017 in Trinidad und Tobago für die USA im Einsatz gewesen, als das Team des damaligen Nationaltrainers Bruce Arena mit einer 1:2-Niederlage die Teilnahme an der Endrunde in Russland verspielte. Pulisic kommt bisher auf 20 Länderspiele und 9 Treffer.